Herzlich willkommen zurück bei den Anwendertipps. Diesmal soll es um das Bearbeiten von Dateien und um die Speicherung von Versionen gehen. Bitfarm-Archiv kann nicht nur originär papiergebundene Dokumente verwalten, sondern alle Arten von Dokumenten und Dateien. Im Viewer werden die Dokumente direkt angezeigt, ohne dass dazu ein externes Programm geöffnet werden muss. Den Dateityp erkennt man in der Infozeile. Bis auf eingescannte TIFF-Dokumente können wir aber bei Bedarf auch die jeweils passende externe Anwendung starten, um ein Dokument zunächst einmal anzusehen. Dazu benutzen wir den Knopf Originaldatei. Manche Dateien können auch bearbeitet werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn wir ein geöffnetes, graues Schlosssymbol in der Werkzeugleiste sehen. Um die Bearbeitung zu starten, müssen wir das Dokument zunächst auschecken. Der Auscheck-Mechanismus ermöglicht es uns, auch über längere Zeiträume die Datei zu bearbeiten. Bis zum Einchecken können andere Personen nur lesend auf die Datei zugreifen, sodass Überschneidungen verhindert werden. Übrigens, eine Übersicht über alle von uns ausgecheckten Dokumente finden wir im Menü Lesezeichen. Nach dem Auschecken klicken wir wieder auf Originaldatei und können nun beginnen. Das DMS sorgt beim Speichern und Verlassen des externen Programms automatisch dafür, dass unsere Änderungen auf dem Server gespeichert werden. So können wir auch unseren PC wechseln und finden dennoch immer den aktuellen Bearbeitungsstand unseres Dokuments vor. Ist unsere Aufgabe erledigt, dann können wir das Dokument auch wieder freigeben, indem wir es einchecken. Eine kurze Info über die Änderungen müssen wir noch mitgeben. Diese ermöglicht später eine bessere Übersicht. Auf der rechten Maustaste für den Knopf Originaldatei sind nämlich sämtliche Bearbeitungszustände der Vergangenheit zu finden. Wir können also jeden beliebigen Bearbeitungszustand öffnen und so die Entwicklung nachverfolgen. Je nachdem können wir auch einen alten Stand nehmen und daraus ein neues Dokument erzeugen. Soll die Bearbeitung einer Datei dauerhaft verhindert werden, dann benutzen wir im Menü Werkzeuge den Punkt Revisionssicher ablegen. Das goldene Schloss symbolisiert dies. In den Menüs zum Speichern oder E-Mail-Versand finden wir ebenfalls die Option, anstatt der rein grafischen Darstellung auch die Originaldatei zu speichern oder zu versenden. Originaldateien sind in der Regel kleiner, was gerade bei E-Mail ein Vorteil ist. Jedoch enthalten sie grundsätzlich keine Annotationen. Über das Menü Werkzeuge können wir auch Vorlagen benutzen, um schnell ein neues Dokument im DMS zu erzeugen. Hier habe ich einige Standardformulare meines Beispielbetriebs hinterlegt. Führen wir gerade ein Telefonat und wollen uns einige Stichpunkte aufzeichnen, ein Klick und die Telefonnotiz ist einsatzbereit. Um die Ablage im DMS brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Diese erfolgt nach Einchecken automatisch. So, das soll es diesmal in aller Kürze schon gewesen sein zum Thema Versionierung und Dateidokumente. Noch ein Tipp zum Schluss. Schauen Sie auch einmal in die Optionen. Hier lässt sich der Aus- und Eincheckmechanismus noch etwas anpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.